red barley nightly. Beside the green, green grass, sing and swing. Swing the spinning step, you'll wear the shoes and I will wear the dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling, so kiss me. Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und heute zeige ich euch, wie man Kiss Me von Sixpence None the Richer spielt. Super schöner Gitarrenklassiker. Und wir fangen gleich an mit den Griffen. Ihr braucht für die Originaltonart ein Capodaster im dritten Bund. Und wir fangen erstmal an mit den Griffen, die ihr für Intro bzw. Strophe braucht. Und zwar sind das drei verschiedene Versionen von C-Dur. Und zwar geht's mal los mit einem ganz normalen C-Dur-Griff. Dann kommt ein C Major 7, der sieht einfach so aus, dass ihr den Zeigefinger wegnehmt und die B-Seite leer spielt. Und der nächste Griff ist dann ein C Dominant 7. Dafür legt ihr einmal den Zeigefinger wieder zurück auf den ersten Bund auf der B-Seite und zusätzlich noch den kleinen Finger auf die G-Seite in den dritten Bund. Das sind erstmal alle Griffe, die ihr für das Intro braucht. Der Song hat noch mehr Akkorde, aber die zeige ich euch dann in den entsprechenden Formteilen. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Hauptschlagmuster, das ihr für den Song braucht. Es ist ein zweitaktiges Schlagmuster und es geht los mit drei Schlägen C auf die ersten vier schweren Zählzeiten, also 1, 2 und 3. Die 4 lasst ihr dann aus und spielt auf die 4 und einen Upstroke. Also 1 und 2 und 3 und 4 und... Und im zweiten Takt kommen dann erstmal Schläge auf 1 und, auf 2, auf 3 und auf die 4 und. Also im Kontext die beiden Takte zusammen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, im dritten Takt geht es jetzt weiter mit C Major 7 und da kommt eine leichte Abwandlung des Schlagmusters, das wir gerade gemacht haben. Diese beiden Takte, die ich euch gerade gezeigt habe, kommen so tatsächlich nur ganz am Anfang des Songs. Und im kompletten restlichen Song kommt das Schlagmuster, das ich jetzt euch jetzt im dritten und im vierten Takt erkläre. Bei dem Schlagmuster kommt noch ein Schlag auf die 1 und dazu. Das ist so ein bisschen der Signature-Teil des Schlagmusters. Das ist dieses 1 und 2. Also wenn man den Song kennt, dann ist das, was am ehesten im Ohr bleibt. Und im nächsten Takt kommt auf die 4 auch noch ein Schlag dazu. Das heißt, die beiden Takte im Kontext klingen so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das heißt, die ersten vier Takte nochmal für euch im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Takt 5 bis 8 bestehen jetzt aus zwei Takten C 7, also C Dominant 7 und wieder zwei Takten C Major 7. Und in diesen vier Takten wird jetzt jeweils das Schlagmuster aus dem dritten und vierten Takt benutzt. Das heißt, die beiden im Kontext klingen so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 2 und 3. Diese acht Takte bilden erstmal das Grundgerüst für Intro, Outro, Strophe und Interlude in dem Song.
und werden jetzt einfach in der Regel ein- oder zweimal durchgespielt. Im Intro sind 16 Takte. Das Songstruktur-PDF findet ihr wie immer als Download-Link in der Videobeschreibung. Und genau, Intro sind 16 Takte. Das heißt, ihr spielt diese 8 Takte einfach zweimal. Und diese Schlagmuster aus Takt 1 und 2 kommt aber, wie gesagt, nur im allerersten und im zweiten Takt. Und sonst kommt immer dieses Schlagmuster aus Takt 3 und aus Takt 4. Und im Original gibt es jetzt noch ein Detail, das so manchmal gemacht wird, aber nicht immer. Ich erkläre es nochmal dazu, weil man das auch so, finde ich, immer so ein bisschen im Ohr hat, wenn es um den Song geht. Und zwar wird bei diesem Dreierblock im dritten Takt, beziehungsweise im fünften Takt oder im siebten Takt, also wo man dreimal den Akkord direkt hintereinander spielt, auf die 1 teilweise noch der Akkord aus dem vorigen Takt genommen und dann auf die 1 und erst auf den neuen Akkord gewechselt. Das heißt, im Beispiel, wenn wir mal, wir wären im Takt 3, das heißt, wir wechseln nicht direkt auf die 1, auf C Major 7, sondern wir spielen auf die 1 noch das C und erst auf die 1 und C Major 7. Das heißt, wir kämen aus dem zweiten Takt. Also mitzählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2. Also ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will. Man spielt auf die 1 nicht schon den Akkordwechsel, sondern den Akkordwechsel erst auf die 1 und. Das wird ab und zu gemacht, aber nicht immer. Öfter habe ich es gesehen bei dem Wechsel von C Major 7 auf C Dominant 7. C Major 7 wird oft schon auf die 1 direkt gewechselt, aber manchmal ist es halt, oder manchmal habe ich es oder meine ich es gehört zu haben und dann oft aber auch wieder nicht. Das heißt, hört euch mal das an und findet einfach mal raus, wie ihr das gerne spielen wollt. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, spielt einfach die Akkordwechsel immer auf die 1. Wenn ihr so ein bisschen variieren wollt, könnt ihr da so ein bisschen mit spielen. Das heißt, auf die 1 den Akkord des vorigen Taktes und auf die 1 und erst den Akkordwechsel spielen. Die Verse besteht jetzt ebenfalls aus 16 Takten. Bei der Verse gibt es allerdings beim Übergang zum Chorus eine kleine Besonderheit. Und das heißt, die letzten beiden Takte, also Takt 15 und 16, da geht ihr nicht von C7 auf C Major 7, sondern von C7 auf F Major 7. F Major 7 könnt ihr jetzt auf unterschiedliche Weisen greifen. Und zwar meine Lieblingsversion und die ich euch auch empfehlen würde, ist, dass ihr mit Zeige, Mittel und Ringfinger die B, G und D-Seite im ersten, zweiten und dritten Bund greift. Das seht ihr auch nochmal eingeblendet. Und dann die hohe E-Seite leer. Das ist sozusagen erstmal die leichte Variante. Die ich schön finde, ist, dass ihr mit dem Daumen noch auf der tiefen E-Seite, also einmal ums Griffbrett rumgreift, um den Hals rumgreift und auf der tiefen E-Seite den ersten Bund noch greift mit dem Daumen. So, die A-Seite müsst ihr dann abdämpfen. Das mache ich in der Regel mit dem Ringfinger, dass ich mit dem Ringfinger die A-Seite leicht berühre. Wenn euch der Daumenumgriff zu schwer ist, könnt ihr aber einfach den weglassen und dann einfach F Major 7 nur ab der D-Seite spielen. Das geht auch. Das ist auch ein komplettes F Major 7. Da fehlt euch halt der tiefe Basston. Ihr habt dann nur das F hier. Wenn euch das F Major 7 generell zu schwer ist, könnt ihr auch einen F Barré spielen oder ihr könnt Variationen von dem F Barré oder Alternativen zum F Barré. Da habe ich euch mal ein Video verlinkt. Ich habe da nämlich mal 2-3 Möglichkeiten in ein Video gepackt, wie ihr F Barré vermeiden könnt und dafür andere Versionen von F spielen könnt. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Genau, und dieses F Major 7 spielt ihr dann einfach 2 Takte lang mit dem ganz normalen Schlagmuster. Dass wir eben auch schon die ganze Intro und Verse über gespielt haben. Das heißt, der Übergang C7 auf F Major 7 sieht dann so aus. Und danach geht es dann eben in den Chorus. Im Chorus kommen jetzt nochmal ein paar neue Akkorde, und zwar die folgenden. Einmal ein D-Moll. Der sieht so aus. Mittelfinger auf der G-Seite im zweiten Bund. Dann Ring oder Kleinfinger. Ich nehme gerne den kleinen Finger, aber an der Stelle bietet sich auch der Ringfinger an. Auf der B-Seite im dritten Bund und der Zeigefinger auf der hohen E-Seite im ersten Bund. Ich nehme den kleinen, weil ich den dann schöner greifen kann. Ringfinger bietet sich auch an, weil der nächste Akkord ein G ist und von D-Moll auf G lässt es sich besser wechseln, wenn ihr den Ringfinger hier im dritten Bund habt. Dann habt ihr nämlich so einen Fixpunkt und könnt ihn einfach liegen lassen. Genau, jetzt habe ich schon gespoilert. Nächster Akkord ist ein G.
Dann kommt C, den hatten wir ja schon, und dann kommt ein A-Moll. Im späteren Verlauf des Chorus braucht ihr noch ein C-Dominant-7, den hatten wir auch schon. Dann kommt so ein Zwischenakkord, das ist der Übergang zwischen C und A-Moll. Ich nenne ihn immer ein bisschen unelegant, C-Sus 2 über B. Dafür legt ihr einfach den Mittelfinger von der D-Seite auf die A-Seite in den zweiten Bund und nehmt den Ringfinger weg. Und letzte Akkorde, die ihr braucht, Jesus 4, der klingt auch ein bisschen abenteuerlicher, als er ist. Ihr könnt euch einfach mal, wir fangen einfach mal bei C an. Jetzt nehmt ihr den Ringfinger, legt ihn auf die tiefe E-Seite in den dritten Bund, also einfach von der A-Seite auf die E-Seite wechseln und legt den kleinen Finger noch auf die hohe E-Seite in den dritten Bund dazu. Die A-Seite müsst ihr jetzt abdämpfen. Das heißt, das könnt ihr, also in der Regel greift ihr mit dem Ringfinger sowieso schon so schräg, dass ihr die A-Seite vermutlich berührt. Dann ist sie dadurch automatisch abgedämpft. Und der Zeigefinger bleibt jetzt hier wie beim C auf der B-Seite im ersten Bund liegen. Das ist Jesus 4. Und den löst man dann in G auf, indem man einfach den Zeigefinger wegnimmt. Das sind alle Akkorde, die ihr für den Chorus braucht. Der Chorus hat jetzt zwei Besonderheiten. Erstens hat er 18 Takte, also kein Vielfaches von 4. Das heißt, ihr habt kein viertaktiges Schema, das ihr einfach wiederholt. Und die Akkordfolgen sind ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen auskomponierter. Also, wie gesagt, nicht vier Takte, die ihr einfach durchziehen könnt, sondern da kommen wir jetzt nochmal im Detail zu. Es passiert jedes Mal immer so ein bisschen was anderes. Aber wir fangen jetzt erstmal mit den ersten vier Takten. Es geht los mit D-Moll. Dann G, C und A-Moll. Das Schlagmuster ist jetzt ähnlich dem, das wir schon in der Verse hatten. Und es ist so, wir spielen auf die ersten vier Downstroke, also auf 1, 2, 3, 4 im ersten Takt, einfach das D-Moll. 1 und 2 und 3 und 4. Und dann müsst ihr schnell auf die 4 und auf das G wechseln. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, so zwischen innerhalb von einer Achtel mal eben schnell auf einen Upstroke wechseln, dann übt das mal ein bisschen trocken am besten. An der Stelle, wie gesagt, wenn ihr euch mit dem Wechsel noch schwer tut, dann nehmt diese D-Moll-Variante mit dem Ringfinger auf der B-Seite im dritten Bund. Dadurch ist der Wechsel auf G-Dur nicht ganz so holzig, wie wenn ihr den kleinen habt. Dann müsst ihr nämlich nicht umsetzen. Und der zweite Takt ist dann einfach der gleiche zweite Takt wie den wir schon in der Verse hatten, nämlich auf die 1 und 2, 3, 4, 4 und. Das heißt, die beiden Takte im Kontext klingen so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und das gleiche Spiel machen wir jetzt mit C und A-Moll. Die ersten vier Takte nochmal für euch im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und das ist dieses Kiss me. So oder so ähnlich, aber ihr habt ungefähr die Stelle hoffentlich raus. Der nächste Durchlauf ist fast genauso, aber der letzte Akkord, das spielt ihr nicht ein A-Moll, sondern ein C7. Also ihr habt wieder D-Moll, dann C und dann C7. Das sind die ersten 8 Takte. Jetzt kommt der Grund, warum es nicht 16, sondern 18 Takte sind. Jetzt werden nämlich 2 Takte eingeschoben. Das sind aber einfach die ersten beiden Takte. D-Moll und G. Und danach fangen wir jetzt aber wieder bei Takt 1 an. Weil die nächsten 8 Takte sind wieder so 4 Takte und 4 Takte, die zusammen einen Sinnesabschnitt ergeben. Das heißt, es macht Sinn, 4 Takte, 4 Takte, dann diese 2 Takte eingeschoben und dann wieder 4 Takte, 4 Takte zu machen, also statt es jetzt irgendwie anders so aufzudröseln. Hier ist jetzt die Akkordfolge C-Dur, dann dieses C-Sus 2 über B, dann A-Moll,
und G. Und wir wechseln auf ein eintaktiges Schlagmuster, das aber genau das gleiche ist wie das, was wir schon vorher hatten im Chorus. Also 1, 2, 3, 4, 4 und. 1, 2, 3, 4 und. Und das jetzt jeweils einen Takt lang. Die Akkordwechsel sind hier jetzt auch alle auf die 1. 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Dann kommt zwei Takte lang das ein F gespielt. Da habe ich jetzt immer irgendwas gespielt, ehrlich gesagt. Ich glaube, richtig ist, dass man das Schlagmuster aus dem Anfang des Chorus nimmt. Also wo ihr den ersten Takt mit dem 1, 2, 3, 4, 4 und Schlagmuster nehmt und dann im zweiten Takt mit dem 1 und 2, 3, 4, 4 und. Da könnt ihr aber auch irgendwas machen. So, da habe ich tatsächlich auch nie so richtig drauf geachtet. Ich glaube richtig, also so wie ich es richtig im Song gehört habe, ist es so. Aber an der Stelle habe ich auch gemerkt, dass ich da oft rausfliege, weil ich mir jetzt so denke, ah, wo bin ich jetzt? Was ist jetzt das richtige Schlagmuster? Wo? Und dann, bevor man da aus dem Song rausgeschmissen wird, spielt da einfach irgendwie das Schlagmuster, das euch gerade vor die Füße fällt. Und Hauptsache, ihr seid dann zwei Takte auf F Major 7. Dann kommt Jesus 4 auf die 1, auf die 3 und auf die 4, auf die 1 des nächsten Taktes löst ihr das dann in G auf. Das heißt, die vier Takte, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und so kiss me. Und da geht es dann eben in dieses Interlude und das entspricht einfach wieder dem Intro. Damit ihr diesen ganzen komischen Zagstückenkurs jetzt nochmal im Kontext hört, spiele ich euch nochmal langsam vor, aber ohne Zählen. Versucht mal mitzulesen, die Tabs blende ich euch natürlich wie immer unten ein. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, das ist jetzt klarer geworden. Hört euch den Song einfach ein paar Mal an. Versucht eben mal mitzuzählen. Guckt mal, wo welcher Akkord ist. Versucht mal mitzuspielen. Wenn man das ein paar Mal gehört hat, ist man auf jeden Fall, hat man auf jeden Fall eine bessere Chance, das richtig spielen zu können. So, zwei Formteile gibt's noch, und zwar Solo 1 und Solo 2. Das erste Solo ist mit so einer Mundharmonika gespielt und beim zweiten Solo gibt's dann nochmal ein kleines E-Gitarren-Solo sozusagen. Bei Solo 1, wie ich es im Songstruktur-PDF genannt habe, gibt es nochmal ein schönes Zupf-Pattern, das ich noch mit euch mache. Solo 2 ist im Prinzip die gleiche Begleitung vom Chorus, den wir auch schon hatten. Das erkläre ich euch nochmal kurz dann im Anschluss. Fangen wir erstmal an mit diesem Zupf-Pattern. Das Zupf-Pattern ist jetzt in so einem Halftime-Feeling. Das heißt, wir spielen nur noch auf die schweren Zählzeitentöne. Es geht los mit C. Also es sind die gleichen Akkorde oder ähnlich, fast die gleichen Akkorde, wie die, die wir schon im Intro und in der Strophe hatten. Es geht los auf die 1 A-Seite, also wir greifen C, A-Seite, dann auf die 2 D-Seite, auf die 3 die B-Seite und auf die 4 die G-Seite. Achtet beim Zupfen am besten immer darauf, dass ihr mit dem Plektrum immer in die Richtung zupft, wo die nächste Seite liegt. Das heißt, Downstroke, dann Downstroke und die B-Seite zupft ihr dann als Upstroke, denn als nächstes kommt ja die G-Seite und die G-Seite liegt ja darunter. Das heißt, wenn ihr die mit Upstroke zupft, seid ihr schon in der Nähe der G-Seite. Das macht das ganze Zupfen etwas flüssiger und angenehmer für euch. So, und dieser erste Takt, der kommt jetzt immer in den nächsten, also es sind insgesamt 16 Takte, aber ein achttaktiges Schema. Und in Takt 1, 3, 5 und 7 kommt immer dieser erste Takt vor und nur bei den nächsten Takten variiert sich dann immer ein bisschen was. Also, das haben wir.
dann auf die 1 des zweiten Taktes die B-Seite leer, dann nehmt ihr den Zeigefinger weg, dann wieder zurück auf den ersten Bund, auf die 3 die G-Seite und auf die 4 die D-Seite. Also 1 und 2 und 3 und 4 und... Das heißt, die beiden Takte zusammen. 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... So, im dritten Takt wiederholt sich das dann, allerdings mit einem C Major 7, das heißt, die B-Seite ist grundsätzlich leer gespielt. 1 und 2 und 3 und 4 und... Dann kommt der kleine Finger auf die B-Seite in den dritten Bund dazu, auf die 1 des vierten Taktes, dann kommt die hohe E-Seite leer, dann wieder die B-Seite und dann die G-Seite. Also 1 und 2 und 3 und 4 und... Das heißt, die beiden Takte im Kontext. Der fünfte Takt ist auch wieder wie der erste, also mit C-Dur. Dann gehen wir auf C7, spielen die G-Seite auf die 1, dann die B-Seite, dann wieder die G-Seite und dann die D-Seite. Also 1 und 2 und 3 und 4 und... Und die beiden Takte im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Und der siebte und achte Takt sind wie der dritte und vierte Takt. Also da wiederholt sich einfach nochmal dieses C Major 7 und C Add 9. So, alle acht Takte jetzt nochmal für euch im Kontext mitzählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 2 und 3 und 4 und 1 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 und 2 und 3 und 4 und... Und diese acht Takte wiederholen sich jetzt einfach nochmal und dann seid ihr schon bei 16 Takten Solo 1 Begleitung. Das ist auch eigentlich eine sehr schöne Stelle, finde ich. Man muss sie halt ein bisschen üben, damit man da auf Tempo kommt, aber das geht auf jeden Fall, wenn ihr euch da ein bisschen Zeit lasst. Also man, es ist, ich finde, es ist einfach nochmal so ein schöner, so eine schöne neue Stelle nach so relativ langem Rumgeschrammel und Song, und dann ist schon viel passiert und dann hat man nochmal so eine ruhige Zupfphase über 16 Takte. Ich finde, das tut dem Song sehr gut. Und dann geht es wieder mit ein bisschen mehr Tempo weiter. Da kommen jetzt wieder D-Moll, G, C, A-Moll. D-Moll, G, C und C-Dominant 7. Und die von euch, die aufgepasst haben, haben gemerkt, okay, das sind im Prinzip nur die ersten acht Takte aus dem Chorus. Und das ist die Begleitung für Solo 2. Also einfach die ersten acht Takte aus dem Chorus, auch mit dem gleichen Schlagmuster gespielt. Und dann geht's direkt weiter mit dem letzten Chorus für den Song. So, das waren alle Formteile. Wenn ihr das spielen könnt, könnt ihr schon den gesamten Song spielen. Ladet euch das Songstruktur-PDF runter, hört euch den Song ein paar Mal an, guckt, wo was hinkommt. Ich finde es ein super schöner Song, es ist ein sehr angenehmer Song. Ihr habt coole Akkorde, es gibt da so ein paar coole Sachen, so ein paar coole Kniffe, so ein paar kompositorische Besonderheiten. Und ja, ist eine tolle Nummer. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Video. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Videos zum Thema Gitarre, abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Checkt den Kanal, guckt die Videos an. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Kiss me out of the bed at Bali.